Hallo, ich habe heute ein paar Löcher in meinem alten Golfclub Hofberg gespielt. Hofberg ist kurz vor Sylt hier in Nordfriesland. Ich schlage wirklich vor, dass du diesen Club besuchst. Der Platz wird dir gefallen. Ich möchte ein paar Wörter über das Video heute erzählen. Wenn du Schwierigkeiten hast, die richtige Ebene beim Abschwing zu finden oder ein Draw zu spielen, dann schau unbedingt die Übung in diesem Video an. Das Video finde ich sehr, sehr wichtig und kann dir sehr helfen. So, viel Spaß beim Schauen. Das nächste Mal, wenn du an deinen Schwung arbeitest, probier bitte folgende Übung aus. So, mein Ziel sind die Schilder und ich habe ein Zwischenziel, ein Alignment Stick genau zwischen dem Ziel und dem Ball. Okay, und ich habe hier auch ein zweiter Alignment Stick auf dem Boden und dieser Alignment Stick ist genau parallel zur Ballziellinie. So, jetzt wird spannend. Nachdem ich jetzt meinen Stand eingenommen habe und stehe parallel, ich habe hier übrigens ein Eisen 6. Wenn ich von hier zum Zwischenziel schaue, dann sieht dieses Zwischenziel sehr nach rechts aus. Es sieht gar nicht auf der Linie aus. Aber ich weiß, ich habe es geprüft, das stimmt doch. Aber für mein Empfinden, und ich denke auch für dein Empfinden, ist das Zwischenziel stark nach rechts. Nur das ist ja ganz entscheidend. Das bedeutet, wenn ich nicht dieses Zwischenziel hätte, und ich versuche übrigens diese Stange zu treffen, würde ich mehr nach links schwingen. Optisch sieht es so aus. Und wenn ich nach links schwinge, könnte ich das Blatt dann aufmachen, den Ball pushen oder natürlich auch pullen nach links. So vom Gefühl her müsste ich mehr von innen außen schwingen. Und das ist positiv, weil ich werde dann beim Abschwingen sicher mehr senken, um das zu können. Und jetzt werde ich das versuchen. Übrigens meine Schwunggedanken ganz kurz, Schläge vorne. Während ich in die gelegte Position komme, drücke ich meine rechte Gesäßhälfte nach hinten. Und dann spüre ich, wie der Schläger hier senkt. Und dann von da fange ich mit einer Drehung an. Ich ziehe mit meiner linken Seite. Ich habe keine Angst, von außen zu kommen, weil ich beim Richtungswechsel das gespürt habe. So, ich ziehe mit meiner gesamten linken Seite, nicht nur die Hüfte. Und ich drehe mich so viel, wie ich kann. Und ja, ich schwinge jetzt mehr nach rechts. Und diese Stange hilft mir dabei. So. So sieht's aus. Oh. Eine schöne hohe Ball, der ist leicht rechts vom Ziel, hatte keine Linkskurve. So, ich weiß, ich muss auf jeden Fall mir nach rechts rausschwingen. Und wenn es geht, die Stange auch treffen. Oh, vielleicht ein Mini-1-Meter-Draw. Aber der Drall zeigt mir, dass mein Schwungrichtung noch mehr von innen nach außen sein darf. Das war vielleicht ein Grad. So, da hilft es mir zu wissen, dass, oder das Gefühl zu haben, dass die Stange so weit rechts ist. So, noch ein letzter Versuch. Da rechte Gesäßhälfte hinten, das spüren, rotieren.
Ich habe gute Kontakt und meine Divots sind gerade und es hilft mir wirklich, konstant mir nach rechts rauszuschlagen, dass ich mit diesen Eisen eine leichte Draw produzieren kann. So, probier es aus. Du wirst genau sehen und verstehen, was ich jetzt meine mit dem nach rechts. Es hat nur Vorteile, vor allem, wenn du eine leichte Push- oder Slice-Tendenz hast.